So, aber das hier und alles ist schon ein bisschen heavy mit Ding hier. So, wie sieht denn das eigentlich so aus? Nee. 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 Oder? Nee. Nee. Nee, 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 nee. So geht es nicht. Wie wär's denn mit so? Nee. 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 Das kann man nicht anbieten. Ohne Scheiß nicht. Nee, was könnte ich mir denn da noch machen? Was könnte ich da noch machen? Aber das Bettenlager will ich hier so beibehalten irgendwo. Also, da will ich jetzt nicht wirklich Wände reinziehen. Aber ich will mir hier noch irgendwas einfallen lassen, damit das hier gut aussieht. Jetzt muss ich nochmal runtergucken. Vielleicht habe ich ja ein paar Holzstämme irgendwo rumliegen. Wäre schön. Wäre brauchbar. Ja, Hammer. 64 Eichenholzstämme. Muss ich mal gucken, wie das dann aussieht. So was hier. So eine Art Kopfende. Nee. Gefällt mir persönlich jetzt gerade mal nicht. So. Und die Variation. Mir ist alles zu hoch. Ich will das ein bisschen niedriger irgendwo haben. So auf Betthöhe, dass man wirklich sagen kann, hey, das ist ein Nachtkästchen oder so. Aber da kriege ich keine Fackel hin. Das ist er das. Wenn ich so eine Halbstufe hätte. Ich bin da echt am Überlegen, wie ich das machen soll. Ich könnte ja hier nochmal so einen reinziehen. Es wird zwar den Raum ein bisschen erschlagen, aber er bringt mir Ausleuchtung. So, an jeden kommen natürlich 4 Fackeln. Ja, also Unterstützung brauchen wir die auf jeden Fall. So, dann nehme ich die mal weg. So, und hier in der Ecke mache ich mal random den hier rein. Und guck mal, wie der aussieht. Ob er gut aussieht oder nicht. So, ich muss auch die noch alle auf eine Höhe bringen. Ja, der macht sich eigentlich gut in der Ecke. Der macht sich gut in der Ecke. So. Deswegen werde ich dieses Eckenprinzip auch machen. Habe ich einfach mal um die Ecke gedacht. Das ist, glaube ich, jetzt gerade das Schönste, was ich hier so anbieten kann an Möglichkeiten. Ja. Oder? Oder? Wie findet's ihr? Also, ihr dürft mir da ruhig Anmerkungen geben. Kennt mich ja. So, aber hier wird es noch Ecken geben, die einfach zu dunkel sind. Das ist es. Die Räume sind ja doch ziemlich mächtig. Muss man ja zugeben. Da ist es schnell mal passiert, dass die zu mächtig werden. So, hier die weg. So, da drüben noch. Dann dürfte das auch bald passen. Hoffentlich. Von der Optik her. Ja, papp, papp. Papp, papp, papp. Ich mag die Fackeln gerne auf der Höhe. Ich weiß auch nicht wieso. Ist aber. Es sieht besser aus. Weil, wer will da schon ein Brandloch in der Decke? Sieht ja auch nicht hübsch aus. Bei einer Viererhöhe kann man schon mal eins höher sein. Da ist ja dann nicht ganz so schlimm. So. Rauf aufs Bett. Weg damit.
Ja. Da ist gar keine. Ja, da kommt noch eine hin. Was soll denn jetzt der Schwachsinn? Oh. Oh. Das nennt man auch mal einen schönen Bug. Finde ich jetzt persönlich nicht so geil. Kennt mich ja. Aber es hat auch was. Kann man jetzt nicht meckern. Könnte schlechter aussehen. So, hier habe ich die Pfosten schon drin, da noch nicht. Da noch nicht. Da muss ich aber auch noch die Fackeln hier umändern. So, dann sieht hoffentlich das alles schon ein bisschen besser aus. Und die ganze Sache kriegt nochmal mehr Realismus, da es ja schön abgestützt ist. Der ganze Raum. Ich hatte doch diese Pfosten hier schon mal im Gespräch, oder? Oder nicht? Die passen halt wirklich schön rein. Muss man einfach zugeben. Ist so. Die müssen einfach, weil wer glaubt denn sowas schon, dass so eine Decke hält? Vor allem so, wie die jetzt konstruiert ist. Die sieht ja sonst, naja, aus. So, papp, papp. Papp. So, hier müsste ich die Streifen auch noch fast weiterziehen. Ah, muss ich mal sehen. Muss ich mal sehen, wie ich das dann hier noch weiter fabriziere. Ich kann mich hier, glaube ich, noch ein paar Stunden aufhalten. In diesem Hospital. Erste-Hilfe-Zelt. Lazarett. Ich weiß ja nicht, wie man das nennt jetzt gerade. Aber die Ausleuchtung wird schon besser. Achso, die Ecken muss ich noch machen. Oh. Die Ecken muss ich noch machen. Ja, dann mache ich auch die Ecken. So, fupp, fupp. So. So. Hier, hier. So, immer mit der Ruhe. Dann funktioniert das auch. Hoffentlich. So, dann gehen wir hier mal wieder Eck für Eck ab. Und machen hier die neue Lichtinstallation. Ich bin heute Elektriker. Ich klemme hier die neuen Lampen an. So, und dieses Lied ist mir zu langweilig. Deswegen drücke ich hier Erweiterung Krieg LANOA, das mir auch nicht gefällt. So. Das mit der Ecke nur so ein Popelscheiß drin, ist ja auch nichts. Deswegen, da will man natürlich eine gute Ausleuchtung. Die eine Fackel muss da echt wegdezimiert werden. Hier ist es aber definitiv immer noch zu dunkel. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, es ist zu dunkel. Hier spawnt mir sicherlich irgendwann mal was, wenn ich hier mal wieder nicht auf friedlich spiele. Probiere ich einfach mal aus. Nimm alle Fackeln weg, die nicht an den Stämmen sind. Und guck mir die Sache einfach mal an. Hm. So, die bleiben oben, die passen relativ gut rein. So, pup. Da hinten sind noch ein paar. Ja, genau, in der Mitte fehlt halt ein bisschen Licht. Das ist es. Aber ich will da nicht noch so eine Stange reinsetzen. Versteht auf was, dass ich raus will. Also, die passt da nicht mehr rein. Also, reinpassen würde sie schon, aber rein optisch, nicht wirklich. Ich muss mir echt da noch was einfallen lassen. Aber was nur? Es hat schon was. Es sieht nicht schlecht aus. Ich bräuchte hier noch eine Ausleuchtung. Hier bräuchte ich eine Ausleuchtung. Es ist es eben. Wie kriege ich die hier rein, ohne einen Wald zu bauen? Ich will die aber auch nicht stehen lassen. Ist aber auch irgendwo klar, weil am Boden stehend, naja, sieht nicht so aus. Aber wenn ich die hier so... Ah, ich habe eine Idee. Ich hoffe, ich habe noch sowas. Ich hoffe sehr, dass ich auch genügend davon habe, wenn ich sowas noch habe. Das wäre gerade echt cool. So. Das würde mir gefallen. Wenn wir sowas noch haben. Wenn, dann muss ich das Haus rechts abreißen. Nee, werde ich nicht machen. Das habe ich ja random extrem schnell mal hingestellt gehabt.
Wie renne ich zum Lager? Mann, ich kenne mich in meiner eigenen Stadt schon wieder nicht mehr aus. Ist doch schlimm hier. Das kann doch auch nicht sein. So. Hundi, du musst nicht unbedingt in die Wand gucken. Nö, nö. Es muss nicht. Hey, Leute. Ja. 4 Smaragde für einen Eisenbrustpanzer. Yeah, guter Deal. Will ich sofort machen. Das rentiert sich. Ja, Glowstone. Oh, 44 Stück, die dürften, glaube ich, reichen. Ich hoffe sehr, dass sie reichen. Weil dann ist es nicht. Ist die Fackel nicht zu hoch oder liegt die Lichtquelle nicht zu hoch, sondern passt da relativ gut rein. Von der Höhe her. Dann bräuchte ich aber so viel Glowstone, dass ich jedes Bett eine Ausleuchtung geben kann. Da muss ich mal angucken, wenn ich vereinzelt mal in so einem Eck eine mache. Also ein so ein Leuchtmittel. Und dann gucken wir uns das mal an, ob das dann schon funzt, ob das dann hell genug ist oder nicht. Für eine Entscheidung. Nee. Sieht komisch aus. Sieht echt komisch aus. Vielleicht hier in der Decke. Ah, ich habe eine Zweierdecke reingemacht. Ah, geil. Oder hier ist die Dachschräge. Könnte auch sein. So, dann haben wir hier noch ein Lichtelement, das sehr vonnöten ist. So, das habe ich direkt hinter den Betten gemacht. Also hier so. Ja, stimmt genau. Ah, perfekt. Dann haben wir hier nochmal eine Lichtquelle. Huch, da habe ich schon eine Lichtquelle vergessen gehabt. So, zwischen den zwei Betten war es. Dann machen wir da gleich wieder eins rein. Ein Leuchtmittel. Schau. Dann bauen wir da noch mal eins. So, zwischen den zwei Betten. So, zack, zack. Offen. Und rein damit. Ah, sieht schon um einiges besser aus. Einiges heller. Sieht nicht verkackt aus. Hätte ja auch verkackt aussehen können. Wenn es verkackt ausgesehen hätte, hätte es mir nicht gefallen. Ihr wisst es ja. Aber das ist gerade die Optimallösung. Dass ich meine Bettenaufteilung hier noch lassen kann. Das will ich ja drin lassen. So, okay. Da nochmal. Dann sieht das schon mal um einiges besser aus. So, über was können wir uns unterhalten? Ich könnte mich wieder über die WM mit euch unterhalten. Wie zum Beispiel, es ist schon krass, dass Spanien draußen ist. Dass England draußen ist. Brasilien stellt sich nicht unbedingt zum Besten an. Deutschland jetzt gestern nicht wirklich. Auch nicht wirklich. Also von mir gestern. Nicht euer gestern unbedingt. Aber mein gestern, die haben sich da nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. So, wo habe ich das? Wo habe ich denn jetzt das reingepflastert? Ach so. Okay. Das Fußende hier so. So, dann kommt hier auch nochmal ein Bett zum Vorschein. Das muss ja hier drüben auch passieren. Ja, so Titelaspiranten sind hier, ja, wie soll man sagen, momentan nicht so wirklich, wie soll man sagen, gut drauf. Weil, ja, bei denen läuft es auch allen nicht. Keine Ahnung, dieses Mal wird es bei der WM sicherlich eine Überraschung geben. Ein Überraschungssieger. Weil das kann jetzt auch nicht wirklich sein, dass das so. Nee, das war verkehrt. Da hätte ich her müssen. Da hätte ich her müssen. Ja, genau da hätte ich hin müssen. Da mache ich jetzt mal.
Und wo ist der Cobblestone? Da ist er. Weil so viele Titelaspiranten, also wirklich gute Mannschaften, normalerweise gute Mannschaften, einfach mal so derbe ablosen, dass das einfach nicht sein kann. So, wie kriege ich jetzt hier die Ausleuchtung hin?